Hallo Freunde der zivilen Luftfahrt und willkommen zu Sir Mopslots Flight Channel. Und weil Fliegen Spaß macht, werden wir heute hier einmal in Düsseldorf abheben auf der 05 mit dem Fly-by-Wire Mod und zwar in der Developer-Version. Ziel ist es heute einfach die MCDU-Performance-Daten hier einmal einzugeben für den Takeoff und dann einen Flex-Takeoff durchzuführen. Und wenn euch das Video gefällt, lasst mir doch gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Channel. Und dann werden wir jetzt einmal starten. Wir sind jetzt hier im Cockpit des A320 und dann schauen wir einmal nach unten in die Mittelkonsole. Dort finden wir den Flight Management Computer. Und hier steht MCDU Menü und wir gehen einmal auf die Takeoff Performance Page. Darum geht es heute. Hier werden für den Start alle wichtigen Parameter ausgerechnet und eingetragen. Und ich erkläre einmal kurz die ganzen Parameter oder die wichtigsten Parameter. Hier links haben wir in den orangenen Boxen die V-Speeds, das sind Geschwindigkeiten, die für den Takeoff wichtig sind. Und zwar haben wir einmal den V1-Speed, das ist die Entscheidungsgeschwindigkeit, bis wo ich einen Start halt abbrechen kann. Und wenn ich diese Geschwindigkeit überschreite, dann sollte ich den Takeoff auf jeden Fall durchführen. Ansonsten überschießt man in den meisten Fällen dann die Startbahn und dann kommt es zu einer großen Katastrophe. Wenn ich vor V1 zum Beispiel ein Engine-Out habe oder eine schwerwiegende Störung, kann ich hier einen Full-Stop sicher noch durchführen und den Flieger dann sicher zum Stehen bringen. V-Rotate ist die Geschwindigkeit, die mir dann auch angesagt wird beim Start, wenn ich die Nase anhebe oder wann ich die Nase anheben muss zum Start, also wenn man am Stick zieht und der Flieger hebt danach ab. Und V2 ist die Geschwindigkeit, mit der ich noch sicher abheben kann, zum Beispiel wenn ich dann zwischen V1 und V2 halt auch einen Fehler habe im Triebwerk. Und dann sollte ich V2 nehmen, um halt sicher oder mich an V2 orientieren, um halt den Flieger noch sicher abheben zu lassen. In der Mitte hier haben wir grüne Werte hier, die kann man nicht verändern und die sind für den Start auch wichtig, weil die zeigen mir halt an, wann ich halt die Landeklappen einfahre, die Flaps oder die Vorflügel, die Slats einfahre, ab welchen Geschwindigkeiten. Und den Clean Speed oder den Green Dot Speed, der wird hier auch angezeigt. Das ist die Geschwindigkeit, wenn ich alles eingefahren habe, also Fahrwerk und Klappen, den ich halten sollte, um halt optimal halt auch in den Himmel zu steigen. Und das ist 478 Knoten. Bedeutet, ich kann, wenn ich jetzt über 131 Knoten bin, zum Beispiel kann ich von Flaps 2, also wenn ich einen Flaps 2 Takeoff mache, auf Flaps 1 stellen und die Klappen damit weiter einfahren und also Flaps 1 Position beim Airbus ist, wenn ich in der Luft bin, dann sind nur die Vorflügel ausgefahren und wenn ich die Geschwindigkeit dann hier überschritten habe, 163 Knoten, kann ich vom Flaps 1 auf Flaps 0 stellen und dann bin ich clean, das heißt ich habe alle Klappen eingefahren, Fahrwerk sollte dann schon eh drin sein und dann orientiere ich mich an den Green Dot Speed hier. Hier rechts haben wir die Flaps und Trim Position, die kann ich dementsprechend auch vorher auswählen und einstellen und ausrechnen und hier links ist der Flap Wert und rechts kommt dann die Trim Position rein, da kommt dann Up oder Down und dann eine Gleitkommazahl 0,9, 0,8, was auch immer dementsprechend rein und das rechnen wir uns gleich aus. Und die Flex Temperature, die ist auch interessant. Ich habe zwei Möglichkeiten, Takeoff durchzuführen. Einmal mit Toga, also Takeoff Go-Around Schub. Das heißt, Vollschub bedeutet, ich muss den Thrust Lever hier oder die Schubhebel halt auf Toga-Position bringen. Oder was ein bisschen sparsamer ist und schoner für die Triebwerke, ist ein Flex Takeoff. Dazu wird im Triebwerk eine höhere Temperatur, Außentemperatur vorgegaukelt und damit reduziert das Triebwerk den Schub. Ich habe natürlich dann einen längeren Startweg, aber das schont den Flieger und ist auch sparsamer. Die Temperatur kann ich mir auch im Performance Calculator dann. So, bevor ich jetzt hier starte, muss ich einmal den Flieger vorbereiten für die Übung
Und wir wollen ja gleich auch den Takeoff durchführen. Dann muss ich einmal hier einen Flughafen, und zwar in dem Fall Düsseldorfer, eingeben, auf Flightplan gehen und dann oben einmal draufklicken auf den Departure Airport, die Runway auswählen, das ist ja die 05 Right, wo wir starten, und dann noch eine dementsprechende ja, Departure Route, und wir nehmen mal die Doden 6 Zulu. Dann haben wir die mal eingegeben, jetzt sehen wir, haben wir schöne Departure hier noch, die wir abfliegen gleich, und dann brauchen wir auch noch mal kurz eben die Wetterdaten, weil die braucht man nämlich, um den um die Takeoff-Performance natürlich dann auch noch auszurechnen. Ich habe mir jetzt noch die Wetterdaten für Düsseldorf besorgt, die brauchen wir gleich für die Takeoff-Performance-Berechnung, und wie man sich Wetterdaten holt, das habe ich in einem anderen Video gezeigt, das verlinke ich euch gerne hier oben. Und dann haben wir jetzt den Flieger erstmal soweit vorbereitet. Wir haben Wetterdaten, wir haben eine Departure, und jetzt können wir hier die weiteren Performance-Daten auf der Perf-Page eingeben. Wir sehen jetzt, natürlich hier haben wir Runway 05 Right, zeigt er jetzt auch an in der Takeoff-Performance-Page, und wir haben jetzt noch neue Werte, die er übernommen hat, einmal die Thrust Reduction Altitude. Das ist die Höhe, wo wir den Schubhebel von ja, Toga Flex dann auf Climb stellen, um halt den Schub zu reduzieren, und dann weiter mit dem Climb-Schub zu steigen hier. Dann sieht man die Climb-Position, und da wird der Flieger dann auf eingestellt. Das werdet ihr sehen. Sobald wir diese Höhe hier überschreiten, blinkt das im Flight Display dann auf, und dann müssen wir das einmal umstellen. Engine Out Acceleration ist ja, die Höhe, auf die ich auf jeden Fall steigen sollte, wenn ich wieder einen Triebwerksausfall habe, 1500 Fuß. Genau, das gibt so eine Höhenindikator für eine sichere Höhe. Und hat sicherlich auch was dann mit dem Schub zu tun. Ganz genau weiß ich es nicht. Wenn ihr dazu Ideen habt oder Anregungen, schreibt das doch gerne in die Comments rein. Aber Transition Altitude, die sollte man nicht verwechseln jetzt mit Initial Climb Altitude oder das, was einem der Lotse gibt, sondern die Transition Altitude ist die Höhe, wo ich halt den Bezugsluftdruck ändere. Genau, ich habe ja an jedem Flughafen, an jedem Ort, wo ich mich befinde, unterschiedlichen Luftdruck, und damit ich halt auch immer den richtigen Bezug habe zur Meereshöhe, muss ich halt, wenn ich unter 5000 Fuß bin, muss ich halt den Luftdruck dann für diese Umgebung einstellen, und wenn ich über 5000 Fuß dann steige, dann kriegt man das ja auch angezeigt, und dann muss man auf die Standard Altitude bzw. den Standard Luftdruck stellen, das sind 10-13 QNH. So muss ich nicht immer während des Fluges, da sich der Luftdruck ja ständig ändert, das nachkorrigieren, und das wird dann erst relevant, wenn ich starte, also während der Startphase oder während der Landephase, und dann kann ich mir aus dem Bericht, aus dem Wetterbericht, hier sieht man es, den dementsprechenden Bezugsluftdruck holen für den jeweiligen Standort. Wir sind jetzt hier in Düsseldorf, und genau, wir können das jetzt hier einmal auf 10.10 auch schon mal einstellen. Ja, QH. So. Wo finde ich die Transition Altitude? Die finde ich in den Charts. Das kann natürlich variieren. Und zwar finde ich die dann meist, wenn ich so einen Sit-Chart hier habe, hier oben in der rechten Ecke, hier steht Transition Altitude. Ich glaube, das ist dann auch die Doden 6 Zulu hier. Und 5000 Fuß Transition Altitude. Die gebe ich jetzt hier ein. Und dann kann ich jetzt auch mit dem Performance Calculator einmal hier die richtigen Performance-Daten ausrechnen. Ich nutze dazu diesen Perfcalc von Pratz.de. Für den A320 Neo ist das allerdings noch eine Beta und war in seiner Testversion hier rein, und er bittet hier auch um Feedback. Ich nutze den Performance Calculator, ich komme damit relativ gut klar. Und wir können dann dementsprechend dann alles hier erstmal
eingeben. Das sind einige Daten, die eingegeben werden müssen. Und wir starten dann erstmal mit den Wetterdaten. Wir haben ja gesagt, 10,10 ist der Luftdruck. Außentemperatur haben wir hier unten. Das ist 3 Grad plus. So, Wind 130. Ah, ne, hier haben wir 150, 9 Knoten, leicht variabel hier. Das ist aber, ist hier nicht relevant. 150 Grad, 9 Knoten Windgeschwindigkeit. Wir haben keinen Regen, das heißt, es ist trocken. Airport Elevation und Runway, kommen wir jetzt zu. Das würde man dann auch in den Charts erfahren. Gehen wir in die Charts rein, gehen wir auf Taxi und dann hier in Düsseldorf Airport. Und dann haben wir hier, schauen wir mal, wo haben wir die Elevation denn? Ah, hier oben, links in der Ecke steht die Airport Elevation 147. Die gebe ich dann einmal hier ein. 147, trocken. Runway Heading ist, das sieht man dann auch in dem Chart hier, 052. Und die oder Startbahnlänge ist 9843 Meter. Gut, wir fliegen ohne Anti-Eis, wir lassen die Packs on, also Air Conditioning on. Packs findet man im Overhead-Panel. Da kann man die dann an- und abschalten. Das kann man während des Starts machen, um Triebwerk Sprit zu sparen. Das kann ich euch mal zeigen hier. Und zwar kann man die Packs hier ausschalten während des Starts, wenn man das denn möchte. Genau, aber die sind bei uns an. Anti-Eis brauchen wir nicht. Dann wird es interessant jetzt hier. Center of Gravity und Gross Rate. Und hier müssen wir noch einmal die dementsprechenden Gewichtsdaten vom Flieger übernehmen. In der MCU einmal hier draufklicken. Dann rechnet er die Werte automatisch aus. Wir haben jetzt hier genau Zero Fuel Rate. Und Gross Rate haben wir hier und Center of Gravity steht auch hier. Das können wir dann dementsprechend da eingeben. Und zwar haben wir hier 45.900 Kilogramm. Und Center of Gravity ist 25.7 genau, so, mal kurz hier eben schauen, hier steht auch das Gross Rate, hier seht ihr das 45.900 im Kilogramm und dann haben wir jetzt alle Werte hier eingegeben. Dann haben wir jetzt hier eine Takeoff Config, die wir jetzt übernehmen können. Und dazu halt, was müssen wir jetzt übernehmen? Die V-Speeds, Flaps und Flex Temperature. Und dann gehen wir zurück auf die Performance Page und geben die Werte dann einmal ein. Ich schiebe sie jetzt mal kurz nach links rüber hier. Zack. Und dann geben wir einmal ein V-Speed 1. V1 ist 133. V-Rotate ist in dem Fall auch 133, okay. V2 ist 138. Und Flaps ist 1. Und dann 08. Einmal hier eingeben. Flex Temperature ist 52 Grad.
Und super, dann haben wir das hier dementsprechend alles eingegeben. Und jetzt haben wir eine ja, voll ausgefüllte Take-Off-Performance-Page. Eine kurz kleine Off-Topic, der To-Shift-Wert, der ist ja ausgegraut, den kann man nicht nutzen. Der ist interessant, wenn ich zum Beispiel jetzt nicht am Ende der Startbahn hier starte, sondern irgendwo hier zwischen an einem anderen Ausgang. Dann kann man dem Flieger mitteilen, an welchem Punkt der Startbahn er sich befindet. Das hat noch was mit der Positionsbestimmung des Fliegers zu tun. Und zwar alignt der Flieger sich dann auf die jeweilige Position und hat damit ja nochmal einen genauen Referenzpunkt, wo er sich gerade befindet. Aber das ist ja ausgegraut, das kann man auch nicht eingeben. Ich denke, das ist auch ein Feature, was später kommen wird. Dann können wir jetzt den Flieger für den Takeoff vorbereiten. Wir haben jetzt hier alles eingegeben. Dann müssen wir noch einmal als Vorbereitung die Takeoff-Checklist hier durchgehen und dann können wir auch schon starten. Und dazu machen wir Folgendes. Und zwar werden wir jetzt einmal hier schauen. Hier steht schon die Takeoff-Checklist. Und wir können einmal dann die Klappen müssen wir ja auf einstellen. Hier nochmal wichtig, genau, das habe ich vielleicht gerade nicht erklärt, dass wir hier Take-off Flaps 1 plus F machen. Bedeutet halt, dass die Position 1 beim Take-off bedeutet, wenn wir jetzt hier auf einstellen, dass sowohl die Vorflügel, die Slats ausgefahren sind, als auch die Flaps ausgefahren sind. Das heißt, die Position 1 hat zwei Bedeutungen. Im Flug, wenn ich die auf 1 stelle, fahren nur die Slats aus. Beim Takeoff fährt bei der Position 1 Slat und Flaps aus. Gut, haben wir voreingestellt, dann müssen wir jetzt noch Auto Brake auf Max stellen. Das heißt, wenn wir halt unsere Entscheidungsgeschwindigkeit, wenn wir einen Fullstop machen, warum auch immer, wegen einem Störfall, dann wird der Flieger maximal abbremsen, wenn wir das vor der Entscheidungsgeschwindigkeit halt durchführen. Und dann brauchen wir auch noch Spoilers, die sollten auch gearmt sein. Die sind hier unten. Kann ich einmal armen, die Spoilers. Und Take-off-Config-Test-Button, der hier ist hier unten, den kann man einmal klicken. Genau, Signs noch anmachen. Also die für die Fahrgäste, die Seatbelt Signs hier anmachen. Und wenn ich hier auf Calls Forward drücke, dann ja, sage ich der Cabin Crew auch noch Bescheid, dass wir einen Takeoff machen. Und dann sollte, wenn wir jetzt wieder ins Cockpit gehen, die ECAM Memo Takeoff Checklist auf No Blue sein. Das heißt, hier sind überhaupt gar keine blauen Anweisungen mehr und das heißt, wir sind jetzt bereit für den Takeoff. Eine Vorbereitung kann man noch machen, wenn man jetzt eine Initial Climb Altitude bekommt, zum Beispiel 4000 Fuß, sollte man hier im Autopiloten auch noch einstellen, sonst meckert er gleich beim Start und das wollen wir ja nicht. Und Speed ist auf Managed, das sieht man hier an dem Punkt und Heading auch auf Managed, so dass der halt die Werte nicht vom Autopiloten nimmt, sondern halt von dem Flight Computer. QNH ist auch korrekt und das heißt, wir können jetzt abheben und dann werden wir einen dementsprechenden Flex Takeoff durchführen. Wir stehen jetzt hier full and ready für den Takeoff auf der 05 Right in Düsseldorf und dann werden wir den Takeoff einmal durchführen. Eine Sache muss ich allerdings noch sagen. Genau, wir müssen den Trim noch einstellen. Wenn ich hier auf Flight Controls geht, steht hier Pitch Trim 00. Und ihr müsst hier noch die Up 08 eintrimmen. Das sollte man vorher nicht vergessen. Und zwar dreht ihr dann einmal mit dem Mausrad hier an dem Trimrad einmal hochtrimmen und dann seht ihr hier 08. So, das muss natürlich stimmen. Und genau, alle Vorbereitungen, die wir vorher getroffen haben, waren soweit dann in Ordnung. So, und das heißt, jetzt können wir auch starten und einmal den Takeoff hier durchführen. Um das ein bisschen sichtbarer zu machen, kann ich hier einmal kurz das Primary Flight Display dementsprechend hier einmal anzeigen. Dann sieht man das ein bisschen besser. Und dann werden wir jetzt starten.
da wir hier auf der Startbahn ein bisschen gestanden haben, einmal die Parking Brake raus. So, und wir sehen jetzt schon, dass der Flieger gleich so ein bisschen anrollt, dass schon ein bisschen Schub hier gibt. Mal kurz eben ausrichten. Genau, einmal bremsen und wir werden dann jetzt einmal auf 50%, das sieht im ICAM in der Triebwerksanzeige bei N1, 50%, damit die Triebwerke sich stabilisieren. Dann Bremse raus und dann einmal die Flex-Position reinmachen. So, Flex, genau, Manuel Toga, Flex SAS Autosource Blue. Und wir sind unterwegs, 100 Knots, das geht jetzt sehr schnell. V1, Rotate und einmal bis Pitch 15, einmal 15 den Flieger. Hier ist ein bisschen mit dem Wind, ein bisschen hat uns das ein bisschen verhagelt. Hier aber kleine Seitenböe und genau. Und positiv climb, cheer up, ganz wichtig. Einmal hier Fahrwerk einfahren und wir sind unterwegs auf der Doden 9 Zulu Departure. So, ich mache schon mal den Autopiloten rein, der soll das abfliegen. Und wir sehen jetzt hier, jetzt haben wir die Höhe überschritten hier, die von der wir vorhin noch gesprochen haben. Das heißt, wir gehen auf Thrust Climb, also die Thrust Reduction Altitude. Und dann sehen wir, dass hier oben Thrust Climb aufblinkt und dann wird der Thrust Lever hier zurück auf Climb gestellt. So, und dann sind wir jetzt unterwegs auf der Doden 9 Zulu, war das, glaube ich, die Departure, genau. Normalerweise bekommt man vom Lötzen jetzt eine neue Höhe. Wir machen mal 15.000 Fuß, sodass wir noch ein bisschen steigen hier. Wir sind hier über der Slap Retraction Speed, das heißt, wir können Flaps auch einfahren. Und genau, und wir sind jetzt unterwegs. Und genau, jetzt gleich erreichen wir die Transition Altitude von 5.000 Fuß. Und dann passiert auch noch was. Und zwar blinkt hier unten dann nicht QNH 1010, sondern dann blinkt hier unten Standard. So, jetzt fängt es an zu blinken und dann gehen wir einmal auf die Standard Altitude, Standard barometrischer Luftdruck und dann sind wir jetzt hier unterwegs auf dieser Departure. Alles klar. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Genau, viel Spaß bei euren Takeoffs und beim Ausrechnen der Performance-Daten und viel Spaß beim Fliegen. Wenn euch das Video gefallen hat, immer gerne einen Daumen hoch, schreibt es in die Comments oder abonniert meinen Channel. Ich wünsche euch noch einen schönen Flug, euer Sir Mopslot.